Gegen wen richtet sich dieser Unmut konkret? Gegen die Person der Kanzlerin? Gegen die Parteivorsitzende? Ganz überwiegend steht die Bundeskanzlerin im Mittelpunkt der Kritik. Und von ihr wird etwas erwartet, was eigentlich jeder Staatsbürger in diesem Land erwarten kann, nämlich politische Führung und klare Aussagen. Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt. Das ist der Hauptkritikpunkt, den ich wahrnehme und den ich auch teile. Das kann so nicht weitergehen und ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch 2 Jahre dauert bis zum Ende dieser Wahlperiode, bis Ende 2021. Das geht einfach nicht. Dafür sind die Probleme des Landes zu groß. Dafür sind aber auch die internationalen Herausforderungen viel zu groß. Das kann sich Deutschland, das kann sich aber auch Europa nicht leisten. Nein, ich glaube, das ist eine Debatte, die im Moment gerade von älteren Männern geführt wird, die vielleicht nicht ihre Karriereziele erreicht haben in ihrem Leben. Aber das ist eine Sache, die sollten sie mit sich persönlich ausmachen und das sollten sie jetzt nicht in die CDU reintragen. Wir haben, die jetzt politische Verantwortung haben, haben ein ganz klares Zeittableau. Das bedeutet, dass wir die Kanzlerschaft entscheiden im Dezember 2020. Und dieser Zeitplan wird von ernstzunehmenden Leuten in der Union auch gar nicht bestritten.